Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Pickbox-Adventskalender. Woo! Nee, ernsthaft, ehrlich, ich freue mich mega, dass der endlich da ist, weil der hat ganz schön lange auf sich warten lassen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet 69,95 €, soll einen Warenwert von 200 Tacken beinhalten. Und auf der Pinkbox Homepage kann man auch den Inhalt sehen. Da werde ich mir auch die Preise tatsächlich rausholen. Ne? Ja, er sieht aus, wie der Name schon sagt, pink. Ne? Es ist ein pinker Boxen-Adventskalender, finde ich total super. Und ich mag das Format von diesen ganzen Beauty-Love-Adventskalendern. Das heißt Pinkbox, Brigitte-Box, Blackbox-Man. Ne? Die haben echt tolle Formate. Beauty-Love-The-Natural-Box, auch mega, mega schön. Und hier haben wir halt eher so ein Mädchen-Adventskalender von der Farbe her. Ein großer Nussknacker ist auch noch mit abgebildet. Und ich würde sagen, ich will reinschauen. Die Nummer 1 ist ganz schön prall befüllt. Ne? Sieht fast so aus, als hätte ich den befüllt, weil wenn ich Adventskalender befülle, dann packe ich die Boxen immer super voll. Hier stehen auch immer schöne Sachen drauf, die lasse ich jetzt aber mal nicht vorgelesen, weil ein bisschen Überraschung soll man selber ja auch noch haben. Hier haben wir zuallererst ein Parfum drin. Ach, du ahnst es nicht. Miro Magic Femme, ein Eau de Parfum mit Schimmereffekt. Also es geht schon mal bombastisch los. Das mit dem Schimmereffekt, joa, kann man mögen, muss man nicht, ne? Ich finde aber ein Parfum hier in der 1 schon mal hardcore. Miro ist zwar nicht so super hochpreisig, aber trotzdem cool. Die Nummer 2. Oh, hier haben wir, glaube ich, was zu essen drin, oder? Fit Via Blackberry Vanilla Tea. Richtig schön. 15 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und das ist so ein loser Tee. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Finde ich ganz schön. Einfach mal zum Ausprobieren. Ne? Da kommt man ein paar Mal mit hin. Das ist im Prinzip hier unten nur befüllt. Aber ganz interessant. Brombeeren müsste das ja sein mit Vanille. Hört sich auf jeden Fall weihnachtlich an. Oha, die Nummer 3 ist auch ganz schön groß. Und hier haben wir so ein großes Produkt auch drin tatsächlich. Be Fresh Stop and Smell the Roses All Day. Ein Deo, geil. 75 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist ein Riesenprodukt, Leute. Also, Wahnsinn! Und das ist so ein Stick zum Hochschieben. Ich glaube, den lege ich mir tatsächlich zur Seite. Mit der Körperwärme wird das dann halt schmilzen, ne? Und sowas verwende ich gerne abends. Und Rose mag ich einfach gerne. Also, mega. Also, ich feiere das. Hier habe ich die Nummer 4. Nein, wie cool. Probe nicht zum Verkauf. Ja, ist alles okay. Hier haben wir eine Kerze drin. Die hole ich mal eben raus. 37 Gramm steht hier drauf. Maxi-Teelichter True Love. Ja, hat tatsächlich sogar einen kleinen Duft mit dabei. Ist das von... Ich weiß nicht, ist das Logo nicht von Yankee Candle? Irre ich mich da? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein schönes, großes Duftteelicht, was ich toll finde. GG Brands. Ja. Ja, Jewel Candle. Geil. Ist da auch ein Juwel drin? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, das glaube ich nicht. 8 Stunden Brenndauer. Lass ich mal 8 Stunden brennen und dann gucke ich mal, ob ich da vielleicht was drin hatte. Aber ich glaube es eher weniger. Also das wäre ja der Hammer, wenn wir hier irgendwie eine Kette oder so drin hätten. Nein, das glaube ich nicht. Der 5. Dezember, Tag von Nikolaus. Ja, hier haben wir ein bisschen was Fancy-Pansy-mäßiges drin. Und zwar den Bunstar von Invisibobble No Metal. Ich hatte einen auch tatsächlich in meinem Invisibobble-Adventskalender, habe ihn aber noch nicht ausprobiert. Wird mal Zeit. Finde ich ganz interessant, ne? Aber ich glaube, dazu habe ich tatsächlich auch zu lange Haare. Aber sehr, sehr cool als Alternative zu den regulären Invisibobbles. Und da sind wir auch schon bei Nikolaus, 6. Dezember. Oh, nee, geil. Wir haben was von Piolet hier mit drin. Das muss ich hier gleich mal rausnehmen. Das finde ich schön. Das ist bei mir jetzt hier in Silber. Es ist eine Kette. Nein, wie geil. Und ich mag Perlen und ich mag Ketten und ich mag tatsächlich auch den Schmuck von Piolet ganz gerne. Das ist eine Kette, die gar nicht so kurz ist. Also so halblang, würde ich sagen, ne? Also ja, ungefähr so müsste die dann bei mir sitzen. Also finde ich schön. Die wird auch behalten. Die finde ich echt schön. Vielleicht haben wir hierzu auch noch passend irgendwie noch weitere Schmuckstücke drin. Aber das wäre jetzt ein bisschen anmaßend, das zu erwarten. Ne? Aber ich finde das total schön. Ich liebe Perlenschmuck und auch Silberschmuck. Ne? Cool. Mega. Hier haben wir die Nummer 7. Oh, das ist aber
groß und schwer. Ah, okay. Ja, das ist ein Pflegeprodukt und zwar eine Shebens Med Plus Totes Meersalbe Ultra Sensitive beruhigt gereizte Haut und pflegt intensiv. Das ist halt perfekt, wenn du irgendwie Neurodermitis oder Schuppenflechte hast. Ne? 100 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ja, jetzt gerade haben gerade die Leute, die Hautprobleme haben, noch viel, viel mehr mit trockenen Sachen zu kämpfen, ne? Mit der Trockenheit oder auch mit Rosacea und so weiter. Das kommt jetzt ja alles hart raus und deswegen feiere ich das Produkt tatsächlich. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Oh ja, wir dürfen uns nun duschen und zwar mit Iced Strawberry Dream von Tracamoon. Das ist eine Dusche. 60 Milliliter haben wir hier drin enthalten und wir haben hier auch einen tollen Verschluss. Also das ist so ein Hochklappverschluss. Muss man halt nicht aufdrehen, das finde ich super. Und das riecht unfassbar gut. Also das werde ich tatsächlich mal ausprobieren. Worüber dürfen wir uns in der Nummer 9 freuen? Ein Lippenbalsam, ja, darf auch in einem Adventskalender nicht fehlen, wie Natural Beeswax Lip Balm mit Mango, Geschmack, Duft, wie auch immer. Und ja, ne, Lippenbalsam, ähnliche Geschichte wie auch bei der Pflegecreme, kann man einfach jetzt sehr gut gebrauchen. Die Nummer 10, ja, oh, Blasenpflaster von Compeed, ja, ist jetzt auch noch mit drin. Das ist jetzt für die Hacke tatsächlich, ja, 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 sage ich nicht mehr viel zu, ne. Die Nummer 11. Huch, hier ist was Süßes Kleines drin von Lee Stafford Coco Loco mit Agave, ein Scheinshampoo, 50 Milliliter. Ja, ein Kokoshampoo ist jetzt nicht unbedingt was für mich, passt natürlich designtechnisch 1A zur Box, weil es in diesem wunderschönen Rosé-Ton ist, vegetarian-friendly und cruelty-free. Schön. Halbzeit, die Nummer 12. Hier ist dekorative Kosmetik. Yay! Love Satin Refresh Universal Powder. 7 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist einfach ein loses Puder, was in so einem Peachy-Aprikot-Ton ist. Und das kann man dann ganz gut verwenden, um sich abzupudern. Das finde ich schön. Die Nummer 13. Hey, das finde ich cool. Von Coco Loco, Lee Stafford haben wir dann auch nochmal 50 Milliliter von diesem Shine Conditioner, passend zu dem Shampoo. Da ist auf jeden Fall jemand da gewesen, der mitgedacht hat. Finde ich 1A. Die Nummer 14. Hier haben wir auch wieder mal ein Produkt von Sukin mit drin. Und zwar Detoxifying Facial Scrub 20 Milliliter. Das wird ein mechanisches Peeling sein, deswegen ist es leider nichts für mich, aber an und für sich ein gutes Produkt für einen Adventskalender, finde ich. Weiter geht es zu Nummer 15. Hier haben wir auch wieder ein Tübchen drin und das ist jetzt von Emma Hardy. Eine Maske! Purifying Pink Clay Detox Mask, 15 Milliliter. Richtig cool, das ist so zur Reinigung der Haut und das kann man dann drauf lassen, abwaschen und fertig ist die Laube. Und dann hast du einfach eine wunderschön porenfein gereinigte Haut. Die Nummer 16 ist mega schwer, also da, jo, die ist auch prall gefüllt. Hier ist einfach mal noch ein Parfum drin. Es Oliver Black Label Woman Eau Légère, ein Eau de Parfum mit 30 Millilitern. Holla die Waldfee, also das finde ich 1A. Was ist das für ein, also finde ich schön, wirklich, ne? Also, ja. Wow, ist das nicht sogar der günstigste Adventskalender? Mal gucken. Kann ich da was riechen? Das war halt offen, ne? Nee. Sprühe ich jetzt aber auch nicht, denn ich habe an und für sich genug Düfte und die S. Oliver Düfte sind eigentlich immer so ein bisschen zu sportlich für mich. Ich bin immer eher so die typische La Vie et Belle und Yves Saint Laurent Black Opium Lady. Also das sind so meine Düfte. Und was ich herausgefunden habe, Alien. Aber da habe ich bislang nur 2 Dupes von ausprobiert, die ich beide ziemlich geil fand. Ne? Also ja, das ist eher was für nicht für mich. Aber Hammer, ey. Das zweite Parfum einfach mal und dann in der 16. Cool. Die Nummer 17. Hier haben wir was zum Baden drin von Kneipp Badekristalle Waldbad mit Kiefer und Tanne, finde ich so schön. Und das ist halt tatsächlich auch so ein Produkt, was man unisex verwenden kann, weil im Waldbaden kann doch jeder, wer möchte. Ne? Und Rezeptur ohne Mikroplastik, naturkompetent seit 1891, fördert die Erholung wie ein intensives Waldbad nachweislich. Ja, finde ich schön. Und Waldbaden mache ich ja im Prinzip jeden Tag mit Sammy, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Dann gehe ich ja immer bei uns hier in die Wälder und dann nehme ich auch mal einen tiefen Atemzug. Und jetzt gerade riecht es einfach so schön herbstlich alles, ne? Mega! Dann hüpfen wir doch mal in die Weihnachtswoche zu Nummer 18. Hier steht Mary drauf. Und da bin ich mal gespannt. Oha, ja. Das ist eher was zum Snacken, aber ich werde es lieben. Sportness, Eiweiß 30%, crunchy und das ist mit weißer Schokolade. Das sieht voll nach etwas aus, was ich sehr, sehr gerne essen werde. Das ist tatsächlich meistens so das Produkt, was ich dann esse, während ich dieses Video schneide. Dann sitze ich da einsam und allein vor meinem Laptop und schneide
lächelnd mein Video und nasche mir dabei dieses Riegel, sobald ich es in die Kamera halte, weil ich mich dann quasi selber nochmal daran erinnere, ne? Es ist einfach ein Traum. Die Nummer 19. Wieder ein Produkt von Sukin mit am Start, und zwar die Rejuvenating Day Cream. Ja, das gehört für mich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt in einen Pinkbox Adventskalender, weil es halt Anti-Aging ist, ne? 20 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Würde ich persönlich mir wünschen, lieber in einem Brigitte Box Adventskalender oder in einem Beauty Love The Natural Box Adventskalender oder so, aber nicht in einem Pinkbox Adventskalender. Da war das Scrub schon angemessen, aber das hier... Die Nummer 20. Erfahrungsgemäß haben wir unten rechts in der Ecke entweder ein mega riesen Klopperprodukt, weil Nummer 24 drin, oder ein Tee. Mal gucken, was hier jetzt drin ist. Weder noch. Also, weiß ich nicht, ob... nee, schon ein geiles Produkt, und zwar von Parsa. Look, Brush and Go, entwirren und stylen. Das ist so eine Detangling-Bürste. Das ist sehr, sehr praktisch. Also ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viele von diesen Bürsten da. Aber es ist ein wirklich praktisches, cooles Produkt. Du kannst es dann auch in die Tasche packen, weil das halt so ein Case auch mit dabei hat. Und da ist ein Spiegel in diesem Case drin. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Also ich glaube, euch fällt das ja auch auf, ne? Die ganzen Produkte, die so in dem Adventskalender sind, sind alle auch so von der vom Aussehen her rosa. Hier habe ich jetzt die 21 und das passt alles irgendwie. Also da hat jemand ernsthaft nachgedacht, und ich habe jetzt in der 21 ernsthaft wieder was von Piolet drin. Hätte ich in der 24 erwartet, wenn überhaupt, ne? Wahnsinnig witzige Ohrringe. Puh. Ich zeige euch mal einen davon, weil die sehen ja gleich aus. Das sind halt Stecker. Die finde ich wunderschön. Also die werde ich safe tragen, behalten. Werdet ihr öfters in Videos sehen. Jetzt nicht in Adventskalender-Unboxings, weil da habe ich halt meistens meine Mütze auf und trage keine Ohrringe. Ja, dann hast du hier halt dieses Plättchen davor, vor dem Ohrloch. Hinten hast du dann ganz normal den Stecker. Und hier dieses Klimbim mit der Perle. Und ich finde auch in der Weihnachtszeit, ach, für mich allgemein, generell über das ganze Jahr, da darf es auch gerne mal ein bisschen ausgefallener sein. Und ich finde es schön. Also für mich sehr, sehr, sehr schön. Die Nummer 22. Yay, wir haben hier auch eine Mascara mit dabei. Und zwar ein erdnussförmiges Kunstfaserbürstchen High Volume Catrice Lashes to Kill Sexy Volume Mascara. Ich glaube, die hatte ich schon mal und die war meines Wissens nach echt gut. Wobei ich hatte ich die in diesem, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob die rosa war, ne? Wobei das passt jetzt auch schon wieder zu dem Adventskalender, das ist einfach ein Knaller, ne? Finde ich super. Ich komme 1A mit diesen Faserbürstchen klar, die so erdnussförmig geformt sind, also quasi vorne dick, hinten dick, in der Mitte halt so ein bisschen schmaler zusammengehend halt, ne? Und das ist halt so eine, geil, die Nummer 23. Tag vor Heiligabend, und hier habe ich von Annie einen Nagellack drin. Ich trage hier auch gerade einen von Annie in einem sehr schönen Goldton, der, glaube ich, auch mal irgendwann in der Pinkbox oder in dem Pinkbox Adventskalender drin war. Müsste dann ja letztes Jahr gewesen sein. Das hier ist jetzt die Farbbezeichnung, wow, Inky 148 oder AC45570 oder 29Z1. Ich liebe es ja, ne? Ich glaube 455-70. So steht es jedenfalls oben ziemlich fett drauf. Und das ist eine sehr interessante Farbe. Jetzt im Licht sieht es eher gold aus, aber wenn ich das so ein bisschen kippe und so, seht ihr, wie das changiert, ne? Genau, also wenn ich das jetzt nicht übers Display mir angucke, erscheint er mir eher rosa mit einem Hauch von Gold Flakes, aber auch irgendwie so Silber mit dabei. Sehr, sehr interessante Farbe, und den werde ich auch behalten. Finde ich echt cool. Und die Annie-Lacke, die haben es drauf, ne? Also der hält und hält wirklich, also die ganze Zeit wird er mir sehr gut hier halten. Den ich jetzt hier ja auch drauf habe, habe ich auch schon öfters verwendet. Hat eine schöne Deckkraft und mag ich. Schauen wir mal in die Nummer 24 rein. Das ist Nikolaus. Heiligabend. Zuallererst habe ich hier ein bisschen... Da hat jemand irgendwie sein was auch immer geschreddert. Das ist ja interessant. Ich meine, es ist nachhaltig, aber wenn ich jetzt ganz viel Zeit hätte, könnte ich mir das auch zusammensetzen, ne? Cool. Und hier ist tatsächlich eine Lidschattenpalette drin. Der Wahnsinn. Kia T London 9-Piece Eyeshadow Palette. Und das ist die Mix and Match The Metallics and Mattes for Intensively Dazzling Looks Palette. Schaut so aus. Ich glaube, die hatte ich schon mal da, habe ich aber weitergegeben mittlerweile. Wunderschön, ne? Also auch wieder dieses Rosane, was einfach zum Pinkbox Adventskalender passt. Ja, oh mein Gott. Und das sind wirklich tragbare, schöne Töne.
Definitiv alltagstauglich, kannst du dir aber auch schön zu einem Abendlook machen. Und die Pigmentierung ist nicht so super intensiv, aber eigentlich möchte die Pinkbox ja auch gar nicht sich so an erwachsene Frauen richten, die sich jetzt ein mega buntes Augen-Make-up machen, sondern eher an junge Mädchen, die dann ja auch gegebenenfalls erstmal anfangen, sich auszuprobieren. Ne? Das sollst du ja vielleicht auch gar nicht von Anfang an, dir einen fetten Look drauf knallen. Oder halt alltagstaugliche Looks. Das ist halt auch eine wichtige Kiste. Und das kannst du damit safe schminken. Wahnsinn, das in der 24 ist schon hart, ne? Kommen wir zum Fazit. Ohne Witz jetzt, Leute. Ich glaube, es ist der günstigste Adventskalender, den man dieses Jahr bei Beauty Love auf der Homepage halt kaufen kann. Und es ist der beste. Wirklich. Kein Witz jetzt. Wir haben ein tolles, ausgewogenes Verhältnis mit dekorativer Kosmetik. Alter, wir haben 2 Parfums, wir haben Schmuck hier mit dabei. Wir haben hier Tools mit dabei. Wir haben eine Kerze mit dabei, was ich feiere. Wir haben auch Pflege mit dabei. Wir haben witzige Sachen mit dabei. Wir haben coole Sachen drin. Also für das, was man dafür bezahlt, eben die 69,95. Aktuell haben die aber auch krasse Rabattaktionen. Heute waren es irgendwie 35%. Also Leute, haut raus, ne? Und dann so eine schöne Optik, so ein schöner Inhalt. Ich beschwere mich nicht. Ich finde den wirklich besser auch als den Brigitte Box. Ich finde den besser als den Beauty Love Adventskalender. Ja gut, ne, Black Box Man, das ist jetzt schwer zu vergleichen. Aber trotzdem, besser als den von X-Later. Definitiv ist es einfach der beste Adventskalender, den es da gibt. Ne? Wenn man sich für einen entscheiden müsste, den es da gibt und man halt irgendwie... ja, die Produkte geil findet oder weiß, dass die Person, die den Adventskalender geschenkt bekommt, die Produkte geil finden wird, dann holt ihn euch. Ne? Also ja, ich weiß nicht, 200 Euro Warenwert, es wurde angegeben, wird es ja auch wohl sein. Ist jetzt nicht so dieser fünffache, sechsfache Wert davon, aber trotzdem sind es halt einfach brauchbare Produkte. Und das ist immer so dieses i-Tüpfelchen, was ich einfach bei Adventskalendern sehr wichtig finde. So, das war es jetzt auch hier von mir und meinem Unboxing mit dem Pinkbox Adventskalender. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!